Nach längeren Verhandlungen hat sich das Petruswerk am Dienstag dazu bereit erklärt, den denkmalgeschützten Gebäudekomplex Stralsunder Straße 10 zu verkaufen. Laut Bausenator Jörg Hochheim kommt für den Petruswerkchef Dr. Douglas Fernando allerdings nur die Stadt als Käufer in Frage. Da die Stadt jedoch kein Interesse an dem sanierungsbedürftigen Gebäude hat, könnte sie allenfalls als Zwischenerwerber auftreten. Dies soll lediglich dazu dienen, im Streit zwischen Petruswerk und einer privaten Initiative zu helfen. Der Preis für das Gebäude liegt bei 350.000 Euro. Für Bausenator Jörg Hochheim ein akzeptabler Preis, denn im Oktober 2010 bot man der Stadt das Grundstück zu einem deutlich höheren Kaufpreis an. Laut Hochheim sei der Erwerb allerdings nur sinnvoll, wenn die am Kauf interessierte Initiative die 350.000 Euro plus Steuern bezahlen kann. Weitere Voraussetzung für den Kauf ist ein stimmiges Gesamtkonzept, welches in der Bürgerschaft vorgestellt werden soll.